So, hallo liebe Zuschauer, jetzt bin ich wieder da und ich zeige euch, wie man eine Hose bunt enger macht, damit das alles original bleibt. In dem Sinne original meine ich, ja, beim Jeans meine ich alles, es geht nur um Jeanshose. Da ist ein bisschen die Farbunterschiede oder ausgeblichen. Ich habe viele Videos geschaut und dann hat mich ein bisschen, ja, enttäuscht oder sowas. Ich gesagt, okay, ich zeige es, wie man machen soll. Ich zeige es euch einfach. Als erstes tut sie hier wegtrennen, die Schlaufe von oben. Ja. Das, was ich hier zeige, ist für 4-5 cm. Wenn mehr ist, dann muss man von da bis da die Bund wegtrennen. Aber 4 cm ist ziemlich wenig, also das geht nur für hinten, reicht aus. Und da sind auch meistens Kettennaht. So, das war's. Ja, wegtrennen. Und so, die Etikette ist auch festgenäht, okay. Jetzt. Also, wir wollen 4 cm bunt enger machen. Das ist die Mitte. Also schau mal, habe ich 4 cm mit? Genau. Also so viel muss weg. Das heißt, jetzt bunt ist enger und die Hose ist weiter. Was viele machen, zum Beispiel hier eine Naht, ich zeige es euch. Also auf die Videos, was ich geschaut habe, da wo viele Schneider und sowas machen, ist so. Ja. Das ist ein Nachteil, es beim Jeanshose gehört. Hier kein Naht, ja, ein Abnäher, ist keine Stoffhose. Zweitens, hier wird weg, ja, dann Tasche bleibt so. Also, damit man das vermeidet und so, es gibt ganz einfache und noch weniger Arbeit als sowas. Oder viele auch tun einfach, wo bunt dran ist und dann so ein Zack, ein Naht, das geht auch nicht. Also, wir machen ganz einfach. Ich mache das kurz auf, ich wollte euch zeigen. So, da braucht sie keine Abnäher oder es soll hier alles original bleiben, ja. Und wenn man von hier macht, ja, 4 cm zack schneiden, dann ist die Hosen zu nah, die Taschen meine ich, ja. Das schaut auch blöd aus, man kann das nicht anziehen. Also, dann redet man nicht so viel, ich zeige es euch. 4 cm, also lass mal jede Seite 1 cm zum Nähen. Und dann gehe ich auf meine Maschine und zeige ich euch genau dort, wie man das macht. Aber vorbereiten tun wir hier. Das ist. Und falls ihr Fragen habt oder sonst was, dann einfach Kommentar schreiben und ich werde antworten. Achso, ich habe vergessen, dass ich auch eine Brille habe. Ah, jetzt. Seit der letzten Woche habe ich mir neue Brille, also erste Brille besorgt, weil meine Augen ist nicht mehr so gut. Ich werde alt. Okay, jetzt gehen wir auf diese Maschine und dann zeige ich euch dort, wie wir es machen. Ich tue mal nur kurz da auch auftrennen, habe ich vergessen.
Als erstes tun wir den Bund wieder zusammennähen. Ihr könnt es so aufklappen, zusammennähen oder so wie es ist auch. Das spielt keine Rolle. So, jetzt haben wir Bund enger, das sieht man, ja, und die Hose ist zu weit. Und das lassen wir auch einfach. Ich tue mal kurz sauber machen, die alte Nähte. Damit für euch einfacher ist, ihr tut erstmal in der Mitte anfangen. Die Mitte, wo wir geschnitten haben. Ich tue mal erstmal auch das mal zusammennähen, die obere. Okay. Da ist die Mitte und auch wir haben in Mitte 4 cm Hänge gemacht. Also dann fangen wir in der Mitte. Ich fange immer von da an, aber für euch ist es einfacher, fangt ihr in der Mitte, damit das auch mittig kommt. So, den Bund ein bisschen ziehen. Viele Hosen sind richtig elastisch. Manche auch, wo nicht ist, macht nichts. Wenn nicht ist, dann macht sie so ein bisschen die Hose so rein. Nicht, dass Falter kommt, sondern einfach so ein bisschen reinschieben, ja, damit das passt. Da brauchst du keine Abnähe oder irgendwelche andere Sachen. Dann tun wir die Etikette auch wieder drauf nehmen oder diese Level. Und jetzt fangen wir von da. Wenn nicht ganz elastisch ist, dann machst du, so wie ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen rein und geht. Und den Bund ziehen. Einfach ziehen, bis das passt. So, jetzt gehen wir auf meinen Bügeltisch und dann kann man das Ergebnis schauen. So, das ist das Ergebnis. Ja? Ohne dass hier eine Abnähe ist oder dass die Taschen so ausschaut, die Hose ist original geblieben. Vor allem ist wichtig, das Naht und ist auch 4 cm enger. Also und wenig Arbeit, also ziemlich wenig Arbeit. Ich habe jetzt
erklärt, aber sonst geht ganz zack, zack, zack und fertig. Ja, da sieht man, wenn da wäre Abnäher, dann wäre es, ja, also ich würde es nicht anziehen beim Jeanshosen, aber Stoffhosen, ja. Ich hoffe, dass euch geholfen hat und bitte beim Kommentar immer schreiben, was ihr nicht genau versteht. Das sieht man doch. Ich bin ein Ausländer. Meine Sprache ist nicht perfekt. Denkt ihr nicht an meine Sprache oder sowas, sondern falls was ich falsch ausspreche, nehmt ihr nicht ernst. Nicht, dass die Hose tschak, tschak, kürzer wird. Naja, also ich kann nicht perfekt reden. Das ist so halt. Aber ich kann gut zeigen, denke ich, hoffe ich. Das war's. Und bis nächstes Video. Bye.